So, Tag 2, wir waren gerade Frühstück, ne? Ja. Sei mal ehrlich, war heftig. Ja, allein Aussicht. Also, ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein, das Videomaterial, was ich habe jetzt keinen Vlog-Sachen da gedreht. War auf jeden Fall, ich fand allein die Aussicht, Frühstück mit Aussicht war. Wir sind jetzt ein bisschen auf Erkundungstour. Und Papa, sag mal, wo sind wir jetzt? Hier ist Sultan Ahmed Platz. Sultan Ahmed Platz. Ahmed, Grüße gehen raus, ich wusste gar nicht. Und wir nehmen euch ein bisschen mit und viel Spaß! Das ist einfach die deutsche Fontäne. Wir Deutschen haben es in der Türkei einfach auch geschafft. Mashallah, Bruder. Einfach Ratar sein Gold. So, wir sind jetzt, man sieht das jetzt schlecht, aber da hinten ist die Hagia Sophia, ne? Ja, auf jeden Fall gut altes Ding. Sag nochmal, es war früher eine Kirche, war eine Kirche früher. Ja. Dann haben die Türken das eingenommen, oder das Osmanische Reich ist eingenommen. Hat eine Moschee draus gemacht. Später haben sie sich dann geeinigt, es ist einfach nur ein Denkmal. Für alle Menschen. Und dann kam Erdogan und hat gesagt, es ist jetzt eine Moschee. Guter Mann. Sehr guter Mann. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Hagia Sophia Platz. Tschüss, ja. Und hier ist einfach jeder Instagram-Model. Achso, das habe ich gestern gar nicht gesagt. An jeder Ecke findest du so einen Stand. Das ist kein Witz. An jeder Ecke gibt es gerösteten Maiskolben und Maronen, ne? Maronen. Überall. Du gehst von einem Stand weg, 10 Meter weiter ist der nächste. Ist hier so das Ding. Wild. So, wir mussten jetzt unsere Schuhe ausziehen, aber guckt euch das einfach mal an. Also, das ist ja eine ganz üble Nummer hier. Muss sagen, aber hier ist jeder einfach Instagram-Model geworden. Einfach überall. Ja, keine Ahnung, aber Maschallah, Digga. Ich aber auch, Digga. Guckt euch diese Maschallah-Bilder an. Also schon. So, wir sind jetzt wieder draußen. Und eigentlich wollten wir uns gerade so versunkenen Palast, meinst du, ne? Versunkenen Palast angucken. Irgendwie geil klingt das einfach. Können wir aber leider nicht, weil es wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen ist. Perfekt, Digga. Also ich muss sagen, Türkei, also bis jetzt, was wir gesehen haben, sehr, sehr schön. Aber was wir gar nicht gesagt haben, es ist ja wirklich sehr, sehr streng, gläubig geregelt hier. Zum Beispiel das mit der Moschee, das wusste ich gar nicht. Das ist normal. Ja, das wusste ich nicht. Dass zum Beispiel jede Frau, die rein muss, Kopftuch tragen muss. Jede. Ja. Wusste ich nicht. Das ist Regeln. Egal ob Tourist oder nicht, ne? Ja, heftig. So. Alter, komm mal, der erste Bürgermeister. Ja, du weißt gar nicht, wie ist das beschränkt, ja. Aber inwiefern denn? Alles. Keine Wasser, keine Strom, keine Müllanlagen, Müll hochgegangen. Weißt du, wie Müll hochgegangen ist? Weißt du, wenn du Müll, zum Beispiel Hamburg, Müll verbrennt. Ja. Wird sortiert, das verbrennt. Istanbul hat jahrelang unter die Erde begraben. Warte, aber nicht so ein riesen Ding, ne? Und irgendwann nach 10 Jahren ist hochgegangen durch die Gase. Was? Google, dann siehst du das. The fuck? Dann ist der Ölanlagen gebaut, Wasseranlagen gebaut,
Stromanlagen gebaut. Guter Bürgermeister. Ja, aber deswegen ist der beliebt worden. Und deshalb wurde er gewählt. Ja. Starker Mann. Ja, Maschallah, Bruder. Bis. Ai. Macarena, Macameri. Billy Jim. Christian Dioro. Dioro. Bruder, Ahmed. Erst eigenen Platz, jetzt auch noch Outlet. Bruder, ich wusste gar nicht Sultan und so. Wusste gar nicht. Ich habe ein bisschen jetzt gegoogelt. Bruder, ich habe einfach richtiges Bild von dir gefunden. Guckt hier. Perfekt, Digga. So, wir sind jetzt hier wieder vor irgendeinem Palast. Ich weiß nicht genau welchen. Die Hälfte hier ist wieder am Foto machen. Sie sind anscheinend alle wirklich Instagram-Models. Wir wollten eigentlich da rein, aber anscheinend muss man Tickets kaufen. Und ich zeige euch mal, wie lang die Schlange ist. Also die Schlange ist das da hinten. Da ist der Ticketschalter. Und dann ist da dieses Achterbahnsystem, dieses Schlangensystem. Bis da. Das ist die Schlange. Wahrscheinlich geht da rein, oder? Perfekt. Das ist jetzt schon der zweite. Digga, mein Dad ist anscheinend Fotograf geworden. Er ist Instagram-Fotograf geworden, ich wusste gar nichts. Aber guck mal, er gibt sich Mühe, so mit Posi und so. Digga. Kurze Frage, einfach mal in die Kommentare mäßig. Selfies, ist das noch, macht man das noch? Oder ist das eher so ein Ding, das macht man nicht mehr? Also mein Vater macht die ganze Zeit Selfies. So, wir sind jetzt in einem Café direkt am Meer und das ist Südlatsch. Wer Südlatsch nicht kennt, ich zeige es euch. Also das ist nichts anderes als Milchreis, aber in mehr Puddingform. So sieht das von innen aus. Und oben wird er halt noch im Ofen angebrannt mäßig. Tega, also mein All-Time-Favorite auch in Deutschland. Ich habe mal mit der Fan. Großen Kuss auch an Celine. Ich will Schokolädchen auch essen. Ah, oh, der ist so gut. Fuck off, Alter. Verständnis, dieses Ding hier hat 2 Euro gekostet. Walla, das ist lecker. Ja? Ich schwöre, das ist lecker. Mega. Auf der Brücke sind halt alle am Angeln. So wirklich jeder. Geçmişti ne? Ben Anadolu yakasındaydım. He doğru sen Üsküdar'daydın. Üsküdar'daydım şimdi biraz daha ileri tarafa gitti. Ataşehir'e. Şimdi Ataşehir'e. Ay 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 Makameri makameri ey bilicim bilicim Gülsün diyor o diyor diyor o. So wir sind jetzt wieder zu Hause, was heißt zu Hause? Wir sind im Hotel. Und ich hab jetzt den Rest des Abends nicht viel aufgenommen, beziehungsweise gar nichts, aber ich habe ein bisschen was zu zeigen. Wir waren zuerst in einem übelst freshen Restaurant. Französisches Restaurant, sorry. Küche. Ey, ich weiß nicht, mich hat das Essen beeindruckt, aber viel mehr beeindruckt hat mich die Küche. Ich habe die ganze Zeit nur auf die Küche gestarrt. Ey, das war richtig interessant. Auf jeden Fall haben wir gefühlt, also das waren die besten Nudeln, die ich gegessen habe. Ich zeige es euch hier einfach mal. Und aber Vorspeise. Und das war einfach nur die Vorspeise, müsst ihr euch vorstellen. So. Das waren die besten Nudeln und dann kam das Hauptgericht. Ey, ich bin gestorben. Das war das beste Essen, was ich in meinem ganzen... Und das sage ich so, wie es ist. Das war das beste Essen, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Heftig. 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 Dann sind wir weiter. Auf jeden Fall
muss man auch am Ende sagen, der Abend war so, wir haben eine ganz andere Seite von Istanbul-Leben kennengelernt. Wir sind dann zu einem geheimen Secret Club gefahren. Keine Ahnung. Wo nur Mitglieder rein dürfen, plus zwei Begleitung von zwei Leuten. So, deshalb konnten wir mit rein. Und ich sag mal so, die Aussicht war geil. War geil. So, Aussicht war heftig. Dann haben wir irgendwie Käsekuchen und noch in so einen anderen Kuchen. Mit Obstplatte. Eine Obstplatte und dieser Karamellkuchen irgendwie noch. Oh, boah, ey, also der Abend. Alles, was ich sage, ist jetzt, habe ich euch jetzt gezeigt. Ich habe ein bisschen was gefilmt. Das war's mit diesem Vlog. Mal gucken, wann der nächste kommt. Vielleicht morgen. Vielleicht übermorgen. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Dankeschön fürs Zugucken. Heide. Скажи, где найти любовь, а? Ищешь меня до рассвета, вспоминая наше детство, убивает нас.